Ja, Mahlzeit miteinander. Heute ist Mittwoch, der 10. April 2024, und ich möchte einen kleinen, ja, Review ist wahrscheinlich zu viel gesagt, eine kleine Einschätzung machen zu Star Wars Bad Batch. Wir befinden uns jetzt bei Episode 12. Die Achtung, die ist heute rausgekommen am 10.4. Wer also keine Spoiler will zur Bad Batch überhaupt oder zur Bad Batch Episode Se Season, wie sagt man, Staffel 3 oder gar zu jetzt, ich gehe bis zum heutigen rein, also bis zum, der möge jetzt abschalten und wiederkehren, wenn er, sie oder Ents Star Wars The Bad Batch Staffel 3, Episode 12 gesehen hat, weil darauf beziehe ich mich jetzt. Achtung, Warnung, 3, 2, 1. Okay, fangen wir an. Ich muss sagen, für mich war Star Wars immer die Macht, Jedi und Sith. So, das sage ich gleich vorweg. Andere Foki haben mich persönlich nie interessiert, oder nicht besonders. Ich habe dann in der Clone Wars Animationsserie, also der zweiten, nicht der ersten, durchaus auch andere Charaktere schätzen gelernt, wobei die Jedi ja mit immer dabei waren. Ich fand durchaus Star Wars Andor interessant als Experimentfilm, als Experimentalserie einmal, wobei ich sagen muss, ein zweites Mal möchte ich mir was so langsam Erzähltes, in dem es nicht um die Macht geht, sondern um irgendwelche, ja, Charaktere, von denen wir wissen, sie starben sowieso, weil es ist alles davor. Also Cassian Andor, einigermaßen bekannt. Sorry, wenn jetzt jemand den Film Rogue One nicht kennt. Egal. Also ist ihn schon einige Jahre her. Und das ist das Problem mit allem, was vor etwas eingesetzt ist, in dem Kinofilme sind. Wir befinden uns ja hier in der Zeit, in der das Imperium regiert. Also ich weiß nicht, ob es genau zwischen bestimmten Episoden angesetzt ist, 5 und 6 oder 4 und 5. Jedenfalls ist es in der Originaltrilogie-Zeit. Ich möchte meinen, in der späteren, also zwischen 5 und 6, ist so meine Vermutung, gibt sicher nicht eine offizielle Erklärung, aber das ist auch nicht so besonders wichtig. Denn das Imperium regiert, der Imperator. Und nee, Moment mal, es fängt sogar an, ich kann es genau sagen, jetzt erinnere ich mich, es fängt ja genau an in Staffel 1, Episode 1 mit der berühmten Order 66. So, also wir fangen an. Am Ende von Episode 3, so muss es sein, richtig. Also als Palpatine ergreift die Macht, ergibt die Order 66. Das ist, glaube ich, der Inhalt der ersten, ich glaube sogar Doppelfolge von Staffel 1. Und innerhalb dieses Zeitraums befinden wir uns also eher im frühen Zeitraum der Rebellion. Offensichtlich. Also denn die ist noch nicht da. Jedenfalls bekommen wir nichts mit. So, wenn ich jetzt rekapituliere und es richtig, kann ich es richtig einordnen. Das ist aber auch alles nicht so besonders wichtig, denn wie gesagt, es gibt Enden, an denen eine solche Staffel und eine solche Serie, so wie Clone Wars und so wie Andor, grundsätzlich nichts ändern können. Nun habe ich nichts dagegen, denn Clone Wars war eine Serie, die ich relativ gerne gesehen habe. Und der ich es als einziges zubillige zu sagen, sie hat die Prequels deutlich verbessert. Sie hat ihnen Tiefe gegeben, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, Alter, es müssten 20 Jahre vergangen sein in den Clone Wars, so viele Episoden, wie es da gab. Aber geschenkt über so eine Korinthigkeit bin ich jetzt dann auch ein bisschen hinausgewachsen. Aber zurück zu Bad Batch. Die Vorstellung, wir haben hier Klontruppen, ich glaube Team 99 oder wie sie hießen. Das Bad Batch, also das schlechte, die schlechte Auswahl, die alle nicht Klone gewesen sind oder die nicht alle Klone sind, sondern alle sozusagen Spezialfähigkeiten sind, die sozusagen ein Spezialtrupp fürs Grobe berüchtigt gewesen sind und die relativ schnell, als Order 66 kam, nicht diese Order befolgten und sich damit in Feindschaft mit dem Imperium seit Beginn befinden. Relativ frühzeitig hinzugekommen ist dann ein junges Mädel, eine
Klon, ein weiblicher Klon von Jango Fett. Ein junges Mädel, weiß genau wie alt die da sein soll, 10, 11, 12 vielleicht zu Beginn. Ist mir jetzt nicht ganz klar, vielleicht wurde es auch mal gesagt. Und sie wird dort aus einer Wissenschaftseinrichtung dann da rausgerettet. Das spielt jetzt alles für die Dings nicht so eine große Rolle, weil das sollte man lieber selber sehen. Jedenfalls haben sie sie sozusagen an der Backe. Und ja, man hat wohl mit Omega versucht, das mit Ahsoka zu wiederholen. Ahsoka war ja auch ein Charakter, in dem Anakin ein junges Mädchen plötzlich an die Seite bekam, die am Anfang nervte und sich dann zu einem interessanten, heute zu einem auch sehr beliebten Charakter entwickelte. Auch wenn ich ehrlich gesagt die Ahsoka-Realverfilmungsserie ziemlich scheiße fand, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Ich muss gestehen, die ersten zwei Staffeln von Bad Batch waren für mich angenehme Unterhaltung. Ich sag's so. Bad Batch war für mich nie der Brüller, der Kracher, wo ich sage, wow, darauf habe ich gewartet. Es waren auch nicht alle Episoden von Clone Wars super Folgen, aber die Clone Wars Animationsserie, die zweite, war wirklich eine gute Serie. Gerade zur zweiten Hälfte hin. Während ich bei Bad Batch, je länger es läuft, das Gefühl habe, welchen Sinn hat diese Serie eigentlich? Ich meine, es sind durchaus, wenn man das Bad Batch selber nimmt, ich kann mir die Namen immer so schwer merken. Wir haben diesen Anführer, der dieser komische Sylvester Stallone, den kann ich mir am wenigsten merken. Dann haben wir Wrecker, das ist dieser mit dem einen blinden Auge, der so der Muskelprotz ist. Dann hatten wir Tech, der Tech-Nerd. Und dann hatten wir unseren Scharfschützen. Habe ich jetzt einen vergessen? Naja, dann kamen immer mal einige rein und gingen wieder raus. Das war schon nicht schlecht, wie zum Beispiel Rex seinen Weg aus dem Imperium herausfand. Denn wir wissen ja aus Star Wars Rebels, glaube ich, und auch aus, ich weiß nicht, ob noch aus anderen Zusammenhängen, dass Captain Rex dem Imperium den Rücken gekehrt hat. Wie wir wissen, aus Gewissensgründen, was auch irgendwo nahe lag, aus welchen sonst. Und da sind so einige Hintergrundanspielungen, die durchaus interessant waren. Und ich will sagen, die Hauptcharaktere des Bad Batch waren interessant. Ein Problem, das ich von Anfang bis Ende habe, ist, dass ich die Charaktere des Bad Batch, ebenso wie Omega, eigentlich nie groß verändert haben. Während man in Clone Wars sowohl bei Obi-Wan als auch, na, bei Obi-Wan weniger, aber bei Anakin und Ahsoka insbesondere natürlich, eine charakterliche Entwicklung bemerkte, auch eine Entwicklung des Hintergrundes, wie der Klonkrieg voranschritt, hat man hier das Gefühl, ich will nicht sagen, man könnte die Episode in jeder Reihenfolge sehen, denn dafür bauen sie zu sehr aufeinander auf. Aber der Einzige, der in der Staffel 2 so irgendetwas wie eine Charakterentwicklung durchgemacht hat, war Tech, der dann auch noch stirbt, was ich irgendwie eine totale Vergeudung. Gut, es gibt eh das Gerücht, dass die am Ende alle starben oder starben müssen. Manche argumentieren, manche Star Wars-Kanäle argumentieren, ja, die müssen alle sterben, weil sie werden später nicht erwähnt. Das finde ich jetzt kein so überzeugendes Argument, weil Charaktere können ja auch sagen, weiß ich nicht, wir lassen den Krieg hinter uns, wir haben genug gekämpft oder sie gehen irgendwie im Hintergrund der Rebellion auf, ohne dass sie jemand erwähnt. Also, das fände ich jetzt nicht so schlimm, wenn sie später keine Erwähnung finden, weil andere Charaktere wie Luke Skywalker, wie Leia Han und so weiter, dass sie wichtiger, prominenter werden und andere von vorher quasi nicht mehr so bekannt sind. Das ist im Geschichtsverlauf schon durchaus vorstellbar. Denn nichts, was das Bad Batch gemacht hat, sie arbeiteten, operierten ja sowieso immer in den Schatten. Dass die dann später nicht sozusagen in der inneren Geschichte von Star Wars bekannt waren, könnte ich mir als logisch und auch akzeptabel vorstellen. Also die müssen nicht alle sterben, auch wenn es vielleicht dem, ich weiß nicht, entspricht das heute dem Zeitgeist, es mag so sein. Wir sind ja heute auf einem Trip schon seit den 90er Jahren, dass alles immer schlechter ausgeht. Weiß nicht, die Leute stehen da drauf. Ist auch ihre Angelegenheit, aber zurück zu Bad Batch.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich von Staffel 3 unvorstellbar enttäuscht bin. Nun ist es natürlich so, ich sagte es schon, Bad Batch hat das große Problem, mehr als andere. Nehmen wir Andor im Gegensatz dazu. Andor erfüllte eine bestimmte Funktion, er musste sich in eine bestimmte Richtung hin entwickeln, die in dem Film Rogue One eine wichtige Rolle spielt, auch wenn sie dann in den späteren, in der danach folgenden Erzählung von Star Wars keine Rolle mehr spielen, weil Cassian Andor und die anderen von Rogue One im Prinzip genau das gleiche waren wie jetzt Rogue One. Niemande, die im Hintergrund in den Schatten arbeiteten. Cassian Andor hätte auch nicht zwangsläufig sterben müssen in Rogue One und die anderen. Sie hätten auch einfach in den Hintergrund treten können, der Rebellion, und niemand kennt sie mehr. Ich meine, viele in diesem Film hätten ja auch sind auch weiter gelebt, haben wir auch weiter. Ich weiß nicht, ob da jeder Einzelne, der da mitgespielt hat, dann umgekommen ist, weil die Rebellion schließlich die gewisse Größe hat. Da kann man sagen, naja, der sitzt halt auf dem Schiff da und wird nicht mehr erwähnt, weil wir haben ja auch andere Charaktere neu eingeführt, die da nicht erwähnt werden. Nehmen wir nur Ahsoka selbst, die in der Originaltrilogie, das ist ja sowieso ein etwas lächerliches Paradox. Die Originaltrilogie basiert ja darauf, dass es nur noch Obi-Wan, der in Episode 4 stirbt, Yoda, der... Ach, es ist so lange her, dass ich die Filme gesehen habe. Ich glaube, in Episode 6 stirbt, als Luke sein Training vollenden will. Und Luke Skywalker dann, als er dem Imperator und Darth Vader gegenübertritt, als der Letzte der Jedi dargestellt wird. Nun haben wir Computerspiele, Disney-Plus-Serien, Einzelfilme und so weiter, Comics natürlich, von denen auch einige als neuer Kanon gelten. Und die Zahl der überlebenden Jedi ist mittlerweile längst ins Lächerliche. Ich meine nicht, dass ich die schlecht finde, wenn ich jetzt an diesen, ach, wie heißt dieser Rothaarige, weil ich bin mit Actionspielen, habe ich es nicht so. Darum habe ich mir den nicht gekauft. Da gibt es diesen, der sieht so nach einem ganz bekannten jungen Schauspieler aus. Ich weiß auch gerade nicht, wie die heißen, weil das interessiert mich auch überhaupt nicht. Da ist ein Jedi und dann ist noch andere Jedi und dann denkt man, ja, irgendwie mittlerweile Ahsoka, wie gesagt, natürlich auch, obwohl, naja, gut, sie hat formal den Jedi-Orden verlassen, sagt noch immer, ich bin keine Jedi, aber gut, de facto ist sie eine Jedi. Und das macht dieses von, es ist Luke Skywalker nur da, mit jedem Mal lächerlicher, wie ohnehin je alles, was auch danach kommt oder jetzt parallel dazu läuft, alles die herausragend heroische Leistung von Luke, Leia und Han eigentlich immer weiter mindert. Was mich ehrlich gesagt am meisten daran ärgert. Es tauchen noch mehr Jedi auf, es tauchen noch mehr im Hintergrund auf. Ich finde es auch erzählerisch irgendwo ein Käse. Das hat mich schon bei Star Trek, da ist man auch ständig, man hat in der Kirk-Ära 100-mal rumgepfuscht, man hat in der Zeit vor Kirk immer herumgepfuscht und es wurde mit jedem Mal verworrener und schlimmer, wo ich sagte, Leute, geht doch einfach in die Zukunft. Mich hat das schon wann war es? Als Voyager endete, kam seinerzeit bei Star Trek Enterprise. Die Serie, die ist einfach Enterprise mit Captain Archer. Ich fand sie mau, ich fand sie nicht schlecht, ich fand sie nicht gut. Aber ich dachte, Star Trek ist doch, dass man immer in die Zukunft geht. Der beste Schritt war seinerzeit von der Originalserie zur Next Generation. Es verging, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, 84 Jahre. So. Also alle Alten waren, ja, sie gut, sie waren nicht tot, aber sie waren etwas überragend nicht tot. Aber sie kamen nur so als kleine Auftritte. Insofern, okay. Aber man ging weit genug, dass man mit dem Alten nichts mehr zu tun hatte und vieles sich ändern konnte. Und ich habe gedacht, okay, warum hat man nicht nach Episode 6 Luke Skywalker, Han Solo und die Rebellen besiegen das Imperium einfach einen Schnitt gemacht und gesagt, wir gehen 100, 200, 300, 400 Jahre in die Zukunft und die Sache mit Sith, Jedi, dunkle Macht, helle Macht, Republik, es kann sich alles neu entspinnen und es wird nicht ständig alles durcheinander gewürfelt, was wir im Kanon kannten. Das ist, alles wird ständig geretconnt und neu konstruiert und das ist es, wo auch das Bad Batch so ein bisschen in der Schwebe hängt, wobei gut, sie sind ein bisschen außerhalb. Sie kommen ja da nicht so richtig mit was zusammen. Wer allerdings jetzt, um konkret mal zu Staffel 3 zu kommen, ich muss gestehen,
Ich habe mich noch nie in Bad Batch so gelangweilt wie mit Staffel 3. Die ersten zwei waren, wie gesagt, okay, nette Unterhaltung, war ich nie ein Riesenfan von. Aber Staffel 3 ist wirklich es ist wie eine Art Schlaftablette. Ich weiß noch, die ersten drei Folgen, die auf einmal rauskamen, die ganze Zeit Omega in diesem komischen Labor. So. In dem sie nun wieder war. Gut, es war ein anderes Labor, als das am Anfang kam. Aber sie war quasi wieder in der Laborsituation, weil Staffel 2 ging so aus. So, und das kam dann 3 Episoden lang. Und das zog sich und zog sich und zog sich, wie Kaugummi, das von der Pfanne runterfließt. Ich weiß es nicht. Es war so furchtbar entsetzlich langweilig. Und dann tröppelte das so hin und her. Man kam auf diesen komischen Planeten Pabu oder so ähnlich, wie der heißt, in dem dann das Batch so ein bisschen, naja, wir helfen den Einheimischen, Kisten von links nach rechts zu tragen, wo ich denke, ach ja, wie wahnsinnig spannend. Und okay, gut, das einzig Interessante war vermutlich das, ach, der Scharfschütze, ich konnte mir die Namen nicht mal merken, man sieht es schon, dass der Scharfschützentypus nun sozusagen dort gerettet wurde, von Omega befreit wurde und wieder sozusagen, naja, gut, ein guter Mann ist er auch jetzt nicht, aber vom Bösen zum, er ist auf der Seite der Richtigen, sagen wir es mal so ganz vorsichtig wieder. Wobei auch er keine grundlegende Charakterwandlung, sondern er ist quasi der mürrische Scharfschütze, der er ganz zu Beginn wieder war. Okay, von mir aus kann so sein. Aber spätestens mit, es passierte dann auch bis Episode 11 eigentlich nichts Richtiges, drehte sich immer im Kreise. Und was passiert in Episode 11? Es geht so aus wie das Hornberger Schießen. Omega muss sich ergeben, das Batch versagt wieder. Und in Episode 12 ist natürlich das, was man, auch wenn man Episode 12 noch nicht gesehen hat, klar voraussehen kann: Omega ist wieder zurück im Labor. Das heißt, wir sind jetzt an Episode 12 wieder genau da, wo wir am Anfang der Staffel waren. Oder genauer gesagt, am Ende, in der letzten Staffel von mit Staffel 2. Omega geht wieder zurück ins Labor. Ja. Wofür war dann das Opfer von Tech? Wofür? Also der Mann ist ja für nichts gestorben. Der hat sich mit dafür geopfert, dass Omega und das Bad Batch eine Chance bekommt und sie haben es verkackt. Der ist also für nichts gestorben. So mal nur mal so nebenbei, was ich schon ziemlich scheiße finde. Aber das Problem ist, es läuft ja auf eines ganz klar hinaus. Und jeder, der die Sequels kennt, Gott verfluche sie. Also die Sequels, nicht die, die das kennen. Ich finde die einen Albtraum, die Sequel-Trilogie. Ich finde sie von A bis Z scheiße. Und nein, ich fand auch Episode 7 extrem scheiße. Mary Sue Ray. Ach, ich weiß gar nicht. Gut, okay. Es ist im Vergleich zu 8 und 9 die beste. Aber das ist wie die kleineren und die größeren Haufen scheiße. Tut mir leid. Ich finde die Sequel-Trilogie einfach entsetzlich. Nichts daran hat mir gefallen. Und das Schlimmste ist Episode 9. Ich weiß noch diese Versammlung, wenn es euch noch im Sinn ist. Ich glaube, es sagt Finn, somehow Palpatine returned. Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt. Ja, weil es ist nun so, Snoke, der Bösewicht von Episode 7, wurde von J.J. Abrams aufgebaut. Dann kam dieser andere unsägliche Regisseur. Ich hab's mit Namen nicht mehr. Seht's mir nach. Ich bin im Moment auch nicht auf einem mentalen Hoch. Und die hatten keine Absprache, nichts. Sie hat mal einfach gesagt: So, mach du jetzt Episode 8. Eine Gesamtabsprache eines Ziels gab's nicht. Der bringt einfach in der Mitte der achten Episode Snoke um. Und Star Wars stand nun ohne einen zentralen Bösewicht da. J.J. Abrams, der das dann für Episode 9 übernahm, sagte dann: Ja, was mache ich denn jetzt? Snoke ist plötzlich tot, den ich aufgebaut habe. Tja, also Palpatine ist wieder da. Erklärung gibt's keine, braucht's auch keine. Er ist einfach wieder da. Mehr wurde auch nicht dazu gesagt. Gut, man sieht dann, wie Kylo Ren durch das Klonlabor geht. Er ist wohl irgendwie geklont. Ich weiß nicht, wahrscheinlich es gibt ja zu allem immer die Romanfassung. In der Romanfassung wird es vielleicht detailliert erklärt oder irgendwelchen Comics oder irgendwelchen anderen Hintergrunddetails. Aber das interessiert mich nicht. Ich will das Ding in einem Film eine Logik ergeben.
Man kann dann später noch was hinzufügen, aber Dinge müssen in einem Film und in einer Trilogie, in der Filmtrilogie in sich schlüssig sein. Und nichts davon hat irgendeinen Sinn ergeben. Nun waren sie also in der Not, irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt. Nun muss man also erklären, um dem Sinn zu ergeben, wo mir eigentlich am liebsten gewesen wäre, man hätte die ganze Sequel-Trilogie einfach gestrichen und gesagt, wir machen die Sequel-Trilogie nochmal. Oder sagen, sie wird gestrichen und wir machen eine Trilogie, die 200 Jahre in der Zukunft spielt, mit völlig neuen Charakteren. Da kann es Jedi geben, da kann es Sith geben, da kann es die Republik geben, die sich auch wieder etabliert hat und nicht schon nach 20 Jahren wieder zerschossen wird. Oder das komische Imperium. Also wie heißt sie, die New Order oder wie die heißt, die neue Ordnung, die nach 20 Jahren gigantische Flotten, Palpatine, der auf dem Planeten gigantische Flotten aufbauen kann, die neue Ordnung, die sich da aufbaut und die Republik, die in, ich weiß nicht, wie viel Zeit da vergangen sein soll, ich sag mal 20 Jahre vielleicht, einfach vor sich hingedümpelt hat. Das ist alles ist entwertet worden, wofür die gekämpft haben. Das fand ich durch man der Sequel-Trilogie besonders deprimierend. Die wurden ja auch völlig zerlegt als Charaktere. Ich sage nur Luke Skywalker und das Erste, was er macht, ist, ich von der Tittenmilch will ich gar nicht mal anfangen, aber alleine diese Tatsache, er steht da wie so eine Comicfigur, nimmt das Lichtschwert, ich glaube, seines Vaters, und wirft es über, oder war es seins, ist egal, wirft es einfach über die Schulter wie in so einem Gag. Ich habe nur noch gedacht, wie man in amerikanischen Comedy-Serien, da kennt ihr das vielleicht, da sind immer so diese Hintergrundlacher eingeblendet, wenn irgendwas Witziges passiert. Das hätte wirklich noch gefehlt an dieser Stelle, wo Luke Skywalker das Lichtschwert über die Schulter wirft. Alter, war das kranke Scheiße. Und darauf läuft es natürlich hinaus. Denn was haben wir jetzt? Wir haben Omega und nun wissen wir seit Staffel 3, sie hat den M-Wert. Da ist das. Die Midichlorianer. George Lucas schlimmste Erfindung, die Midichlorianer. Mein Gott, warum musste das sein? Eine der großartigen Dinge der Originaltrilogie war, dass die Macht ein Geheimnis war. Etwas Mysteriöses, etwas Magisches. Etwas, das nicht erklärt werden konnte. Yoda erklärte es, es ist eine Energie, sie umgibt uns, sie durchdringt uns die Galaxis, sie hält die Galaxis zusammen. Und dann aus Gründen, die ich nie verstehen werde, hat George Lucas in den Prequels die mir verhassten Midichlorianer, und nein, ich habe damit nie meinen Frieden gemacht. Das mystische, magische war plötzlich weg. Es war ein schnödes biologisches Bakterium oder weiß ich nicht, Virus von mir aus, also ein Zellen. Wie eine Art Bakterien, die sich in den Körpern befanden. Und es tut mir leid, das ist wie die Star Wars, war für mich wie Herr der Ringe oder andere Romane dieser Art eine Art Remystifizierung der Welt. Tolkien hat das über Herr der Ringe sehr betont. Es ist, dass wir die Welt in der Welt wieder das Staunen lernen, das Mythische sehen. Also, dass wir sehen, dass die Welt nicht dieses schnöde, langweilige, materialistische ist, sondern dass wir das Besondere sehen. Und wenn so etwas, zum Beispiel die Freundschaft von Frodo und Sam, die etwas Besonderes ist, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man gute Freunde hat. Oder Bäume, Natur, dass das etwas Außergewöhnliches ist, dass man nicht einfach durch den Wald marschiert und der Wald da ist, sondern dieses, man schaut zu den Sternen, man betrachtet einen Wald, dass all diese Dinge wieder etwas Erhabenes bekommen. Und das war die Macht, das waren die Jedi, das waren die Sith. Sie hatten etwas Geheimnisvolles, Erhabenes, etwas Außerweltliches, das die Welt in einer gewissen Weise wieder verzauberte. Und plötzlich, ja, es sind Midichlorianer, die kann man zählen. Und es ist auch alles jetzt wissenschaftlich, das ist auch schon gerade bei dieser Bad Batch-Serie, es geht hier um Klonerei, um Technik. Die Macht. Denn der M-Wert ist der Midichlorian-Wert, also quasi Macht ist sozusagen etwas Messbares, das man im Reagenzglas herstellen kann. Also das ist, wo ich sage, nee, die Entwicklung wird jedes Mal schlimmer. Warum konnten wir nicht bei der Originaltrilogie bleiben und sagen, die Macht ist etwas Magisches? Ende. Es gibt keine Midichlorianer, es gibt keine Werte, es ist nichts Wissenschaftliches, es blieb, es hätte einfach dieses Magische, dieses Außerweltliche bleiben sollen. Und die Logik, auf die es hinausläuft, muss natürlich klar sein, auf irgendeine Weise kommt aus dem Midichlorian-Wert von Omega
der Durchbruch oder der Anfang zum Durchbruch, um Palpatine zu klonen. Das wird auf irgendeine Weise wahrscheinlich dann angedeutet, denn anders würde die Serie und die Existenz von Omega und dass sie den M-Wert, den Midichlorian-Wert hat, einen besonderen, auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Natürlich ist das, was da abläuft, allen Kennern ist das auch lange klar. Die ersten Versuche von Imperator Palpatine, einen Klon von sich erschaffen zu lassen, der machtsensitiv ist. Denn er will ja nicht sterben, sondern er will unsterblich sein. Das kann er mit der Sith-Macht nicht. Also sagt er klont sich sozusagen immer neu. Und das Problem ist, im Kanon bisher gilt, Machtsensitive kann man nicht klonen. Weil, und das ist jetzt die Midichlorianer weigern sich sozusagen. Sie haben einen eigenen Willen und sie weigern sich, sich in Klone pressen zu lassen. Ja, gut, finde ich schon zu dem Zeitpunkt ein bisschen albern, dass Midichlorianer plötzlich Wesen sind. Aber okay, gut. Ich bin halt hier total der Retro-Star Wars-Typ. Abschließend lässt sich für mich sagen, dass gerade Staffel 3 für mich die sinnloseste und langweiligste ist. Alles dreht sich im Kreis und es ist nur selbst da. Bad Batch ist ja in keiner Weise Vogue oder so. Also ich empfand es jedenfalls. Es gab so ein paar Mini-Dinge, die man als leicht angewogt ansehen könnte, aber nicht wirklich ernsthaft, dass ich jetzt da das groß sehen würde. Aber es ist einfach, gerade bei Staffel 3 und auch bei dem Gesamtzug der Trilogie habe ich das Gefühl, saß da niemand dran und hat sich mal einen großen Erzählungsbogen ausgedacht, zum einen, und dann jetzt gerade auch bei Staffel 3, dass man sagt, okay, wir sind, alles dreht sich im Kreis und wir sind jetzt bei Episode 12 wieder da, wo wir bei Episode 1 auch schon waren. Omega ist im Labor, das Bad Batch hat keine Ahnung, wo das ist und muss jemanden finden auf Gedeih und Verderb, der ihnen nun irgendwie sagt, wie sie da hinkommen. Wir sind jetzt bei 12 von 15, viel kann da auch nicht mehr passieren. Und dann ist die Frage, welchen Sinn hatte diese Serie dann überhaupt? Also bei Andor kann man immer noch sagen, es ist sozusagen, es hat uns gezeigt, wie Cassian Andor von einem normalen zu einem mehr oder weniger unbekannten Held der Rebellion wurde. So. Wie gesagt, für mich war es zu experimentell. Ich fand es okay, aber es hat mich, diese langatmige Erzählungsweise von Andor war für mich nicht so besonders berauschend. Auch die Charaktere waren nicht so, dass ich sage, ja, die möchte ich jetzt alle unbedingt auch mal wiedersehen. Sage ich ganz ehrlich. Die bei Bad Batch waren vom Potenzial interessant, aber in Realita, nee, also sind sympathische Charaktere. So. Auch auf eine gewisse Weise Omega, obwohl sie immer noch dieses kleine Mädchen, ich weiß alles besser, Nervigkeit an sich hat, die mir irgendwie ein bisschen auf den Docht geht, um ganz ehrlich zu sein. Aber okay, es ist Disney, es ist für kleine Kinder. Heute jedenfalls. Und tja, was bleibt zu sagen? Bestimmt ein größeres Potenzial, aus dem sehr wenig gemacht wurde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, was man jetzt in, ich glaube, wenn es 15 hat, wenn ich mich richtig entsinne, da haben wir 13, 14, 15, also noch drei Episoden vor uns. Wir sind wieder, wie gesagt, genau bei dem Punkt wie am Anfang. Ja, dann wird Episode 13 sein. Wir finden irgendeinen Zusammenhang, wie man da hinkommt. Und dann haben wir wahrscheinlich eine Doppelfolge 14, 15 am Schluss. Irgendein bombastisches Finale, aber es kann an der Story nichts grundlegend ändern. Das heißt, entweder sind alle tot oder sie gehen ins Exil und sagen, wir haben damit nie wieder was zu tun. Was auch immer, der Imperator kriegt seine Kloninformation oder zumindest einen Durchbruch, der ihm hilft. Vielleicht wird es sabotiert, dass sie so einen Rückschritt haben, dass der Imperator stocksauer ist und das Klonprojekt nochmal lange dauert. Das kann sein so. Aber im Großen und Ganzen stecken sie eben fest, wie in einem Trichter sich zu befinden, auf dem das, worauf es zulaufen kann, immer enger wird. Und sie haben die Zeit dazwischen in der Staffel 3, zwischen 1 und jetzt 12, auch einfach nur vergeudet mit Belanglosigkeiten, die nichts davon was interessant war. Das ist ein Frühfazit. Ich werde wahrscheinlich kein Gesamtfazit-Video zu Bad Batch mehr machen, weil das hat als solches zu gelten und ich kann nicht sehen, dass die letzten drei Folgen
mein Fazit über diese Bad Batch-Serie grundstürzend ändern wird, egal wie es ausgeht. Denn wie gesagt, wir sind in wie in einem Trichter, in dem die Möglichkeiten der Dinge, die passieren, sind relativ klein und überschaubar sind. Insofern für Leute, die super gelangweilt sind, die super Star Wars-Fans sind und die all diese Kritikpunkte nicht anficht, es ist okay, es anzusehen, aber es ist mit Sicherheit nichts, was ich mir ein zweites Mal ansehen werde. Insofern danke fürs Zuhören, das ist mein Eindruck von Star Wars The Bad Batch.